Es ist ein großes Experimentierfeld und ich glaube, das ist das, was uns gerade allen auch so Spaß macht. Früher oder später müssen wir natürlich Farbe bekennen und uns dran messen lassen. Wenn es sich so entwickelt in einer positiven Weise und wir sagen, es geht tatsächlich mehr darum, Wissen zu teilen, Wissen gemeinsam zu schaffen, dann glaube ich, dass die Hochschulstruktur oder die Universitätsstruktur, wie wir sie heute haben, möglicherweise nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Ich kann mir nicht so ganz gut vorstellen, was das dann bedeutet, im Sinne zu sagen, also wir haben Lehrstuhleinheiten, das könnten nach wie vor Organisationseinheiten sein, aber die Bedeutung der einzelnen Fachdisziplinen als was Herausragendes oder das würde sich möglicherweise nivellieren. Gleichwohl glaube ich immer noch, dass es besonders gute Köpfe gibt, aber das bildet sich in einer anderen Organisationsstruktur ab. Insofern idealerweise haben wir einen großen Freiraum für wirklich kluge Köpfe und Menschen, die kluge Fragen stellen, Nachdenkliches dazu zu sagen haben, was passiert und junge Menschen begeistern mitzutun und vielleicht nicht nur junge Menschen, sondern überhaupt Menschen, die an Veränderung und Gestaltung interessiert sind und Bildung wirklich da auch zu guten Zwecken nutzen und da gibt es viele. Wir wollen so eine Art Lernlabor einrichten, in dem wir Erfahrungen machen, wie man Lehre auch digital stützen kann, aber auch welche Wirksamkeit es hat. Wir wollen wirklich einen Support geben für alltägliche Fragen der Praxis, aber auch Prototypen an Kursen entwickeln. Das ist aber eigentlich nur ein Vehikel. Eigentlich geht es mir um den Kulturwandel an der Hochschule. Mich interessiert, wie lernt die Hochschule im Zeichen der Digitalisierung. Wir müssen uns verändern, wir verändern unsere Rollen, auch die Rolle der Lehrenden. Ich stelle mir eher vor, dass Studierende und Lehrende auch gemeinsam lernen und auch voneinander lernen, weil die junge Generation uns in vielen Dingen auch voraus ist. Und mich interessiert tatsächlich, wie lässt sich so ein Kulturwandel auch beschreiben? Was gibt es für Faktoren, die das befördern und Faktoren, die das behindern? MOOCs haben ihre Berechtigung. Ob es ein Hype hierzulande ist, weiß ich nicht. Aber wir haben ein paar tolle Beispiele von Hochschulen. Ich sage jetzt mal beispielhaft, was die Leuphana macht. Das sind wirklich, finde ich, sehr, sehr gut, auch gut produzierte Dinge, die was Anregendes haben. Für uns wäre das jetzt nichts, worin ich investieren würde. Aber die geblendeten Formate und alle Formate, die mehr Peer-Learning und kollaboratives Lernen unterstützen und Interdisziplinarität fördern und Räume dafür schaffen, die halte ich für sehr, sehr zielführend und auch zukunftsweisend. Und natürlich kann man von einem gut gemachten MOOC auch lernen, wie kann man kleine Häppchen in einer geblendeten Veranstaltung dann letztendlich auch umsetzen oder produzieren. Insofern denke ich, wir sind gerade in einer Situation, wo wir ganz, ganz vieles haben, die Augen weit offen halten sollten und dabei gut drüber nachdenken, was wir sehen.